Ja, ich habe gleich am Anfang gedacht, ist das der Steve Jackson, der auch Munchkin gemacht hat, denn es zieht sich ähnlich. Es ist ähnlich lustig, manchmal die Erzählung, aber es zieht sich, weil die Runden auch so ähnlich sind. Und es ist natürlich auch immer so, du greifst eigentlich immer den Führenden gemeinsam an, ne? Also ich kann mir vorstellen, wenn du das, steht ja auch ein vorsichtig langes Spiel da, sieben oder mehr Spieler, dann greifst du einfach nur den Führenden an und dann ist der wieder unten, da kommt der nächste dran. Es zieht sich sehr in die Länge. Die Züge der Mitspieler sind nur bedingt von Interesse. Ja. Von den Karten her finde ich es lustig zu sagen, ich übernehme jetzt mit der, was weiß ich, Post, das Ja. Kabelfernsehen oder irgendwas. Also, ne, man kann sich ja was Nettes zusammenbasteln. Wie gesagt, die Erzählung ist wie bei Munchkin auch. Die Ja. Erzählung ist super, ne? Aber das Spielprinzip ist schon etwas zäh. Ja. Ja, also man kann es zäh gestalten. Ich bin jetzt, also die Züge der Mitspieler sind schon von größerem Interesse, zumindest wenn man Richtung dann Sieg geht. Ich habe es jetzt verpasst, das zu verhindern. Ich hätte es leicht verhindern können, indem ich da einen kompletten Zug Ja. negiere, wo ich dann ja nicht aufgepasst habe. Das ist jetzt mein Fehler gewesen. Wobei das ja den Spielspaß total kaputt macht. Also Ja, in diesem und Spiel eine komplette Runde ja. mit Einnahmen, mit ich ist ja, also dann wäre ich, glaube ich, aufgestanden und hätte gesagt, spielt es Und alleine zu genau. Ende. Also da hätte ich dann natürlich auch mir überlegen müssen, wäre es jetzt sinnvoll gewesen zu sagen, okay, ich negiere deinen Zug oder behalte ich mir das für einen privilegierten Das Morgen, Angriff ja. für mich, damit ich sagen kann, okay, ich muss jetzt noch zwei Gruppen vernichten, wäre das Spiel auch vorbei gewesen. Mit den monetären Mitteln, die ich gehabt hätte, wäre das vielleicht sogar gegangen. Ja, also von daher ärgere ich mich jetzt so ein bisschen, dass ich nicht auch richtig aufgepasst habe, aber das ist halt auch tatsächlich den Längen des Spiels geschuldet, die es hat. Und diese Rechnerei, ne? Also Ja. mit der Rechnerei auch, ne? Wenn die allein, Plus aber das, das ging plus damals dieses. wahrscheinlich nicht, obwohl Ne, in der zweiten genau. Auflage jetzt geht, wenn die allein schon hier diese Symbole farblich gestaltet hätten, ja, dann Ja. weiß ich, der hat Rot und ich habe auch Rot, dann muss ich gucken. Aber Ja. jedes Mal ist das Gegensatzpaar Ja. von Also das ist so ein bisschen, das stimmt, ne? Das ist so ein bisschen. Es ist aber auch schon nervig zu wissen, okay, wenn ich Ne? jetzt die Konservativen habe, die geben dann Ja. plus 4 gegen die, die geben plus 3 gegen hier, habe ich hier habe ich Chips liegen, dann bekomme ich die doppelt, dann Ja, aber nicht. würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen. Oder man würde es farbkodieren und auch nicht mehr Ja. also nicht mehr so viele verschiedene Gesinnungen haben vielleicht. Aber damals sollte das natürlich auch eine Geschichte erzählen. Ja, und es ist ja, Ne? also Und es ist ja auch, es ist ja auch genau. durchaus zu der Zeit schon ein besonderer Ja, Mechanismus. auf jeden Das Fall. muss man schon sagen, ganz klar, aber wie Ja. gesagt, nicht so gut gealtert. Also im Grunde wirkt das wie ein Spiel, da kann man sich gut bei betrinken, nur dann kriegt man es mit dem ganzen Aufpassen und Rechnen gar Ja, nicht mehr hin. also na, ich würde nicht sagen, dass man sich bei trinken kann. Es ist Es dauert auch aber. viel zu lang. Du kannst eigentlich dann nachher nur anfangen, Scherze zu machen über das, was man sich Also, ja, aufbaut. genau. Sonst Also, ist es aber dazu, ich ja. finde es zu langweilig, wenn ich nüchtern Ja. bin, muss ich sagen. Okay. Also hat vor allen Dingen gestört, dass diese Angriffsaktionen so schwach waren. Du Ja. musstest eine riesige Kriegskasse haben, um einen anzugreifen. Ja. Aber das hätte das schon, das war das Spiel wahrscheinlich auch unglaublich lang, ne? Ja. Deswegen haben sie es wahrscheinlich verloren. Aber das hätte es schöner gemacht. Also Also nicht für man, mich. ja, also man muss natürlich aufpassen, man muss dann genau den Moment abpassen, wann man was macht. Ja, so wie gerade, wo du mit deinen Hackern Genau, pleite warst, ne? das Da war ja hätte ein man die gutes Ziel, Hacker, genau, die ne? Hacker angreifen können. Haben wir nicht gemacht. Ist dann halt, Aber ganz, sonst ne? geht's, da sehe Ja, ich ja. die Verbindung zu Munchkin, dann geht es noch eine Runde. Und dann ist Ja. irgendwann, es gab Phasen, die fand ich auch sehr unterhaltsam, auch so dieses Battle mit, ich gebe hier noch was und der gibt, Ja. das zieht für eine gewisse Phase, für eine gewisse Zeit. Ja. Ich finde, Da spiele ich nicht 2 Stunden. es fehlte so eine Dramakurve. Es wurde nicht Ja. spannender zum Schluss, ne? Es wurde nicht arschknapp. Also nicht wirklich. Also klar, du hättest in der nächsten Runde Nö. gewinnen können, er auch. Du Ja. hattest auch mal so eine Situation, aber es war Kammerwurm, ich dachte so, jetzt, oh, jetzt wird's spannend. Es wurde nie spannend. Ja, Also bei in dir wurde jeder. es nicht spannend, weil du so weit weg warst von allem. Ja, also, Ich dass ich fand es mich. schon spannend. Für mich war es jetzt gar nichts. Ich weiß auch Ja. nicht, ich hatte aber von Anfang an Pech bei jedem Ja, das Würfelwurf. stimmt. Ja, weißt du mal, wie es mir bei anderen Ich Spielen bin geht, sonst ne? eigentlich Also, echter Würfelmensch, ja, aber das. genau.
Aber es fing ja schon damit an, dass du keine Gewalttätigen gefunden hast und die paar, die da waren, hast du, glaube ich, zerstört. Ich Da habe ist dann auch nicht viel übernommen und möglich. zerstört. Ja, und dann deine Sonderfertigkeit und deine auch. Du kriegst eine Sonderfertigkeit, die dir bei der hilft, bei dem deinem Ziel hilft, ja? Du kriegst einen Bonus auf Verrückte. Du kriegst einen Bonus auf Zerstört. Ich kriege einen Bonus auf Neutralisieren. Was für ein Kack. Aber ich muss Gewalttätiger haben. Deswegen habe ich ja versucht, dann den Militärleute zu neutralisieren, damit ich sie mit dem zweiten Zug mir schnappen kann. Ja, genau. Das ist dann so ein Kombinationsding. Ja, aber ich brauch halt immer zwei Züge für was, wo du halt. Also das ist irgendwie seltsam. Ja. Aber vielleicht gibt es eigentlich viele gewalttätige Gruppen, wo die kamen, nicht weil sie unter dem Stapel waren oder so. Ja. Vielleicht skaliert auch darüber, man weiß es nicht. Im Grunde hättest du meine Fähigkeit gebraucht, zwei Karten zu ziehen, dann würdest du quasi eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit haben. Aber ich habe auch keine gezogen. Oder? Das hätte es dann nicht unbedingt besser gemacht in dem Ja, mit den zwei Karten ziehen ist natürlich auch mächtig, ne? Kriegst du, wenn du Glück hast, auch zwei Sonderkarten dann oder Ja. mehrere Sonderkarten dann irgendwie. Wobei ich jetzt im ganzen Spiel, glaube ich, zwei Sonderkarten hatte. Die eine war natürlich super. Ich kriegte 25 Ja. von diesem Das Geld. ist nämlich genau die Kriegskasse, Oh, mit der man halt. eventuell irgendwie so einen ganzen Arm von einer anderen Organisation Ja, abschlagen ich hätte kann. ansonsten gegen Bernd überhaupt keine Chance gehabt. Also du hättest mich ja einmal so richtig über Nee. den Leisten gezogen. Also ich fand es durchaus lustig, aber ja, es hat Längen, deutliche Längen. Also zu siebt möchte ich das nicht spielen. Nein, Nein. keinesfalls. Also vier ist schon So viel okay. Lebenszeit habe ich nicht mehr übrig. Ja, genau. Also. Es trägt ja auch nicht Ja. zu irgendwas So bei. geht sogar bis 9 Spieler erlauben die. Ja, Aber was habe ich das davon? ist. Es sei denn, gut, es gehen mehr Karten durch, aber bis ich dran bin, ich kann ja Ja, nichts das, die vorplanen. Ich kann mein Downtime. Geld Ja, hinlegen und also. ansonsten kommt es darauf an, was Ja. lasst ihr noch übrig? Und Ja. dann ziehe ich eine Karte in der Regel. Ich konnte Ja. jetzt zwei ziehen, aber ich habe ja nur zwei Aktionen und ich kann mir im Grunde dann ja auch gar nicht leisten, das Geld auszugeben. Im Grunde müsste man 4 Runden spielen und sammeln. Ja, also man muss sehr taktieren mit dem Geld, ne? Also am Anfang haben wir viel Geld rausgehauen, das dann gefehlt hat, so ein bisschen für Aktionen, aber ja, also wie gesagt, ich. Also, ich meine, das Spiel hat seine Fans, es ist nochmal aufgelegt worden, es muss schon einen Grund geben, ja. Aber Ja. ich offensichtlich nicht mein Spiel. Also, Phase 10 wird auch immer wieder aufgelegt. ja, also, hast du recht. ich denke. Twister. Das Spiel gar nicht Twister. Also, ich denke. Von wann ist denn Twister? Ich Da bin denke, ich raus. Nein, wenn ich man, gerade nicht, wollen wir dabei haben werden. also Da bin ich raus. wenn man Gruppen hat, die Wir sehr, sagen es sehr dir vorher gerne nicht. gegeneinander spielen, die sehr gerne Und ich. konfrontativ spielen, und dem anderen von hinten einen reinwürgen und so, Ja, das aber ist ein ist ja, Spiel für solche Leute, konfrontativ ist ja ne? genau mein Ding, ne? Aber Ja, hier, aber konfrontativ war ich wie so ja, du bist nicht in die kampflos. Konfront. Bis zu Konfrontation Twister kommen wir leider nicht. Also du bist nicht in die Konfrontation gekommen, weil dein Netzwerk halt so schwach war. Ja. Also wenn Ja. richtige Konfrontation, Ja. dann aber auch bitte kurz und schmerzhaft. Aber Ja. nicht über 3 Stunden dieses Aufbauen, dann wird einem von Ja. links und rechts alles zerrissen, dann spiele ich mir das Geld wieder rein, hab wieder was und dann, das nimmt kein Ende. Das Zu brauche viel ich nicht. Risiko. Ja. 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 Das hat auch das gleiche Problem, das Risiko auch hat. Und man passt halt in die Zeit so, Ja. wenn du schon viel hast, dann kriegst du auch viel und dann kannst du auch Ja. viel. Ja. Das heißt, ein guter Start lohnt sich richtig. Ja. Ja. Ich habe ja im Grunde um die erste Runde verloren, weil ich so dämlich, selbstständig auch, ich habe auch selber Ja. dämlich gestartet, muss ich zugeben, weil ich das nicht kapiert habe. Und die Runde habe ich nie wieder aufgeholt. Ja. Ja gut, es ist natürlich so, wenn du dann nicht mächtig bist, dann wirst du von den anderen auch so ein bisschen links liegen gelassen, ne, weil die sich auf die konzentrieren müssen, die siegen. Das heißt, du kannst wieder ein bisschen aufholen, aber ob das reicht, um so weit aufzuholen, dass es dann wieder. Naja, Das also. Gute ist natürlich, wenn du dann, entschuldige, die Ja. Jünger des Cthulhu hast, man kann dir deine Siegpunkte nicht nehmen. Das Ne, stimmt. ich konnte Ja, mir was ja, aufbauen, hätte mir ja. Bernd am liebsten was abgeschnitten, du hättest mir rechts Ja, abgeschnitten, und ja. dann war ich bei 15 Punkten und innerhalb von Ja. 2 Runden oder einer gesamten Runde wäre ich plötzlich runter gewesen wieder auf 10 Ja, Punkte. das stimmt. Also, ja. Aber Die, ich also fand. wie gebalanced die Fraktionen sind, weiß ich auch nicht. Ja. Das stimmt. Gerade wie du sagst, Man ist kann deine natürlich, Fähigkeit hat dir man kann nichts zu deinem natürlich Ziel beigetragen. auch nur mit. Also das Problem ist natürlich, man kann natürlich sagen, okay, wir spielen nur auf die normalen Ziele ohne Sonderziele. Aber dann hast du natürlich. Dann ist Dann hast deine du bei Karte sinnfrei. bei einigen Leuten hast du dann was nützt. Dann wäre das so wie bei mir gewesen, Genau, glaube und ich. bei Ja. anderen Leuten Ja. hast du halt was nicht nützt. Ja. Ich bin froh, Naja, dass wir es also. mal gespielt haben. Es war ja Ja. zu erwarten, dass es jetzt nicht der Riesenknaller wird. Naja,
Also ich hatte es besser in Erinnerung, muss ich sagen. Genau, ich sehe es auch so. Ich wollte das schon immer mal spielen. Genau. Früher haben wir aber tatsächlich auch, also ich hatte die Jünger Cthulhus, glaube ich, nicht, sondern da ging es um Aufbau und dann baut man sich halt was auf. Und das ist ganz niedlich, ne? Also auch, wie gesagt, die Erzählung finde ich niedlich. Kann man dann sich natürlich selbst beschränken mit so einer Erzählung, aber es ist schon ganz nett, ne? Also wie man sich so ein Netzwerk aufbaut. Aber grundsätzlich, ja, die Downtime ist einfach zu lang. Ne? Das heißt, wenn, ne? Das ist dann, und das wird ja durch das Rechnen nicht weniger lang. Das ist aber das geistreiche, geradezu geniale und garantiert nie langweilige Gesellschaftsspiel um Gesinnungen, Geld und Geheimgesellschaft. Also stimmt das gar nicht. Naja, wenn man von 1982 ausgeht, und das haben die sich wahrscheinlich noch Phase 10 gespielt. Ne? Genau, also für 82, glaube ich noch nicht. Also für 82, ich finde für 82 ist es durchaus komplex und auch wirklich was anderes. Wenn man sich so die Spiele von damals betrachtet, wenn man mal so reinguckt, es gibt ganz viele Kriegsspiele. Ja, also, ne, so. Und ansonsten Phase 10, Monopoly, Hase und Igel. Nee, Monopoly sind noch älter, Hase und Igel auch. Ja, natürlich. Du weißt, was du meinst. Genau. Also wenn ich davon ausgehe, dass die Kartenauslage so eine Art Engine, wie es so heutzutage heißt, darstellen soll, dann ist die ja nicht mehr vergleichbar mit den Spielen, die wir jetzt haben. Natürlich nicht. Ja. Also da, also warum das 2007 nochmal eine x-te Auflage bekommen hat, weiß halt, ich nicht. Das ist wie mit dem Hero Quest. Ja. Es gibt Fans. Ja. Also es gibt einfach Fans von solchen Spielen. Es gibt Gruppen. Und natürlich muss es viele Fans geben oder jemanden, der Geld hat und das nochmal aufgelegt hat. Man weiß es nicht. Aber ja, also na gut. Genau. Ja. Haben wir es mal gespielt. Ich hau mal heute drauf, wenn ich mich so ärgere. Es ist auch dunkel. Stimmt.